Dein Name? Simon Hensler. Dein Alter? 42. Deine Position? Torwarttrainer. Dein größter Erfolg? Weltpokalsieger, Besieger. Deine heimliche Schwäche? Süßigkeiten. Ja, Simon, als wir das Interview vorbereitet haben, haben wir gesagt, wir wollen uns gerne mit dir an einem Platz treffen, der dir was bedeutet. Jetzt sitzen wir hier auf deinem Balkon. Was bedeutet dieser Ort für dich? Ja, es ist mein Zuhause. Hier fühle ich mich wohl. Hier spiele ich mit meinem Kleinen, trinke Kaffee, mache mir Gedanken übers Training. Wir essen hier, also ja, ist halt einfach meine Wohlfühloase. Kannst du denn nach einem Training gut abschalten oder schwirren dir hier auch noch Dinge durch den Kopf? Ja, also nach dem Training kann ich relativ gut abschalten. Und wenn ich dann nach Hause komme und dann ist Luke noch wach und dann spielen wir hier und toben noch ein bisschen rum und so, da kann ich ganz gut abschalten. Nach dem Spiel ist es anders, ne? Da macht man sich doch viel mehr Gedanken, aber nach dem Training habe ich eigentlich keine Probleme. Was für Gedanken machst du dir nach den Trainings und den Spielen? Sind das dann wirklich so Szenen, die du nochmal durchdenkst? Also Training macht man sich eigentlich im Vorfeld viel mehr Gedanken. Ne? Wenn man Trainingsplanung macht, neue Übungen kreiert, also da macht man sich viel, viel mehr im Kopf, zumindest vor dem Training. Und nach dem Spiel, klar, ist halt die ganze Anspannung, man ist emotional und dann braucht man schon eine gewisse Zeit, um dann wieder runterzufahren. Denkst du denn dann wirklich ausschließlich an das Torwartspiel oder zum Beispiel nach dem Spiel, wo du dir denkst, okay, aktuell, da hat der Alex ein gutes Stellungsspiel gehabt oder da hat er kein so gutes Stellungsspiel gehabt? Mhm. Oder denkst du wirklich auch an das, was davor passiert? Ja, also grundsätzlich denkt man natürlich schon an das ganze Spiel, an die Gesamtsituation, aber ich würde lügen, wenn nicht der Hauptteil auf mein Torhüter gerichtet ist. Also klar, da macht man sich wegen allem den Kopf, ne? Und erstmal hat man ihn gut vorbereitet, hat man alles gemacht, ne? Damit er sich gut fühlt am Spieltag. Und dann geht man natürlich jede einzelne Szene auch nochmal durch. Und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt in einem Interview, dass das so während im Spiel ist, das letztendlich, als wenn ich selber spiele, ne? Also da wird jeder Rückpass, jeder Ball ist, wird dann, okay, boah, das hat er so gemacht, hat er so gemacht. Also das geht alles durch den Kopf. Und es ist halt auch manchmal so, dass man dann, selbst wenn man dann runtergefahren ist und man liegt im Bett, dass man trotzdem immer wieder an Szenen denkt, die da jetzt im Spiel vorgefallen sind. Also brauchst du eigentlich keine Videobeobachtung, weil du die Szenen alle im Kopf hast? Nee, Video ist schon ganz wichtig. Wenn man ganz, ganz viele Sachen dann nochmal wirklich detailgetreu aufarbeiten kann, was du im Spiel so schnell gar nicht sehen kannst. Ne? Deswegen tue ich mich ja immer schwer, direkt nach dem Spiel, wenn irgendjemand fragt, ja, was hat er denn da gemacht oder hier und das, würde ich mir das gerne immer nochmal im Video angucken, weil du es einfach detailgetreuer wirklich nochmal beurteilen kannst. Wie war also seine Position? Sieht er den Ball vielleicht erst spät? Wurde der noch leicht abgefälscht? Das sind alles solche Sachen, das siehst du im Spiel gar nicht. Du warst ja selbst aktiver Spieler. Hat man sich da mehr oder weniger Gedanken über Fußball gemacht als heute als weniger, Trainer? Weniger, definitiv. Also das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Ne? Also als Spieler, ich glaube, das weiß man erst zu schätzen, wenn man nicht mehr Spieler ist und wenn man wirklich den Trainerposten macht, wie schön das eigentlich ist als Spieler. Du kommst zum Training und bekommst gesagt, was du zu tun hast und was du machen musst. Klar ist das körperlich anstrengend, aber du musst dir ja sonst keine Platte machen. Ne? Und als Trainer bist du immer am Überlegen, was machst du, musst du das machen, das machen, das machen. Hast du, wie so wie ich gerade schon gesagt, gut vorbereitet, hast du das trainiert? Und dann ist ja auch immer noch so, klappt das dann, was du dir vorgenommen hast? Kannst du die Übung auch so umsetzen? Funktioniert das dann auch im Spiel? Also da macht man sich schon wesentlich mehr Gedanken als Spieler, ja. Ist das wichtig, dass man als Trainer auch dem Spieler vermittelt, wie viel eigentlich hinter seiner, ich nenne es jetzt mal Ausbildung, zum guten Torwart steckt? Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass meine Jungs das schon ganz, ganz genau wissen. Auch weil wir viel im Austausch sind und uns darüber unterhalten.
über das ganze Torwartspiel und Torwarttraining. Also die wissen schon, dass ich mir da sehr viel Gedanken mache, aber ich selber muss das nicht nochmal explizit erwähnen. Hattest du früher als Spieler eigentlich immer einen Torwarttrainer? Weil es gab ja auch Zeiten, da gab es immer, da war es dann der Co-Trainer. Keeper gegen Kasten, ich hole mal eben den Vollspann raus, wärmst dir drei Bälle drauf und dann machen wir unsere Übung. Ja, das war schon krass. Also das hat sich schon extrem gewandelt. Heutzutage gar nicht mehr wegzudenken, also ohne einen Torwarttrainer zu arbeiten. Bei mir war das tatsächlich noch so, als ich bei St. Pauli gespielt habe, hat sich dann mein damaliger Torwarttrainer Volker Ippich mit dem Cheftrainer damals Dietmar Demuth überworfen. Und wir sind dann in der Winterpause ins Trainingslager gefahren, ohne Torwarttrainer. Und das war Bundesliga, ne? Du fährst ins Trainingslager ohne Torwarttrainer. Und hat einfach Dietmar Demuth nach dem Training ein paar Bälle noch aufs Tor geschossen. Und wir haben uns quasi selbst trainiert. Ne? Waren zwei Torhüter auch nur dabei, die Jürgen Bulat und ich. Und haben uns immer selbst trainiert, haben viel mit der Mannschaft mitgemacht. Also heutzutage undenkbar. Ne? Also so viel zu deiner Frage. Du sagst, wir waren nur zwei Torhüter. Das ist auffällig. Wenn mal einer von unseren Torhütern fehlt, wird immer ein Dritter dazu geholt aus der U19 oder U23. Warum braucht man drei Torhüter? Es steht doch nur einer im Kasten. Ja, aber das Training ist ja heutzutage auch, ich sage jetzt mal, so ein bisschen komplexer. Und du arbeitest, also ich arbeite am liebsten mit drei Torhütern in meiner Gruppe, weil es da von der Gestaltung der Übung und dann bekommen die Jungs halt auch noch einen relativ hohen Spielanteil zusammen. Und das ist einfach gang und gäbe, weil du das ja auch in den ganzen Spielformen brauchst. Ne? Es wird ja auch parallel mal eine Torschussübung, dann machst du eine Spielform und da brauchst du einfach so viele Torhüter. 2011 hast du deine Karriere im Alter von 34 beendet. Nach den Erfahrungen aus dem Wintertrainingslager mit Pauli, war das klar, dass du Torwarttrainer werden willst? Ja, es war immer schon so ein Wunsch. Ich habe mir immer schon darüber sehr viel Gedanken gemacht, aber auch in meinem letzten Jahr, da war ich sehr viel verletzt. Daraufhin habe ich dann auch aufgehört, schon teilweise Torwarttraining geleitet, habe das in der Jugend dann gemacht und fand das da sehr, sehr spannend, halt auch gerade mit Jugendhäutern zu arbeiten, weil du halt dann auch siehst, wie die sich entwickeln. Und habe dann aber auch parallel ganz normal in meinem Job, den ich irgendwann mal gelernt habe, aber wirklich nie, weil ich dann früh Profi geworden bin, als im Industriekaufmann gearbeitet, habe das dann parallel gemacht und habe halt dann gemerkt, so, okay, es bringt mir schon sehr, 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 sehr viel Freude. Ja. Du sagst gerade, du warst Fußballprofi, 2011 Karriereende, 2014 hast du dann aber erst als Trainer, Torwarttrainer beim SC Paderborn angefangen. Wenn du da, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen, normal gearbeitet, ohne dass jetzt Torwarttrainer keine normale Arbeit ist. Wie war da dieser Bruch zwischen Bundesliga und Büro? Ja, das war schon krass. Also vor allem diese Doppelbelastung mit normalen Job plus dann jeden Abend noch zusätzlich das Torwarttraining im NLZ, das war Wahnsinn. Also deswegen ich beneide jeden Oberligaspieler, der das wirklich seinem halbes Leben lang macht, ne, mit normalen Job und Abendstraining, war ich ja nicht gewohnt. Ich kannte das, zum Training zu gehen und dann wieder nach Hause, dann war es gut. Und diese Belastung war extrem hoch, muss ich echt sagen. Nach ein, zwei Jahren ging das dann, da hatte ich mich dann dran gewöhnt, aber die Anfangsphase war schon krass hart, ja. Was hast du da im Büro machen müssen? Also ich habe am Anfang so ein Trainee-Programm gemacht, wo ich in jede Abteilung wirklich war. Und das war wirklich, ich war dann halt auf einmal morgens um 6 Uhr im Lager. Ne? Dann war ich auf so einer Meise, es war ja beim Hauptsponsor von Kiel, bei dem Gerhard Lütje. Chefs Kulinar, das ist ein Lebensmittelgroßhandel. Glaube ich, nach der Metro, glaube ich, in Deutschland die größte. Und dann war ich im Lager und stand da um 6 Uhr morgens auf so einer Meise. Und hast dann so ein Display gehabt mit deinen Aufträgen und bist dann da durchs Lager gefahren, hast die 25 Kilo Säcke Mehl hinten drauf gedonnert und bist dann weiter. Das war unfassbar. Und das mal mitzuerleben, war damals hart, aber hat mich dann auch schon ganz schön geerdet, wo ich sage so, boah, okay, das ist die Realität, ne? Das ist das normale Leben dann halt auch. Und nicht mehr einmal am Tag Training und
Ist das eine Erfahrung, die du auch an deine Torhüter, du hast ja jetzt schon ein paar gehabt, weitergeben kannst, dass halt diese 90 Minuten Bundesliga vor in unserer Arena 63.000 Zuschauern nicht Alltag ist, sondern einfach was Besonderes? Ja, ich versuche ihn manchmal schon immer mitzuteilen, dass es schon ein Privileg ist, diesen Beruf auszuüben. Gerade wenn es halt auch mal schwerfällt in der Vorbereitung, wenn es anstrengend ist. Und das ist ja auch kein Zuckerschlecken. Ich will jetzt nicht sagen, dass Fußballprofi, dass das, es hat genauso seine schwierigen Seiten. Das ist super anstrengend, es ist körperlich. Also es ist halt einfach was anderes. Aber halt beide Sachen mitgemacht zu haben, glaube ich, ist schon von Vorteil, ja. Was macht aus deiner Sicht einen guten Torwarttrainer aus? Einen guten Torwarttrainer? Wenn er erkennt, was ein Torhüter für Stärken und Schwächen hat und diese Schwächen dann gezielt im Training da noch aufarbeiten trainieren kann, sprich ihn da besser machen kann, Empathie für die Torhüter, dass er sich hineinversetzen kann, wie sie fühlen, wie sie denken. Dass man sich versucht, einfach immer weiterzuentwickeln. Nicht immer nur seine eigene Philosophie vor Augen zu haben, sondern halt auch immer gucken, so, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo ist vielleicht ein Trend, man muss nicht alles mitmachen, aber dass man einfach halt immer versucht, offen zu sein für alle möglichen Sachen. Gibt es da ein Vorbild an Torwarttrainer für dich, wo du sagst, von dem habe ich mir viel abgeguckt? Ja, ich hatte das vor ein paar Jahren mal erzählt, dass der Patrick Folletti, das ist der Schweizer Torwarttrainer der Schweizer Nationalmannschaft, der sehr, sehr innovativ und schon vor Jahren war und ganz viele neue Reize auch mit ins Torwarttraining gebracht hat. Den fand ich immer sehr, sehr gut. Und klar, irgendwann hat man seinen eigenen Stil, aber trotzdem das, was ich gerade sagte, dass man halt immer versucht, die Augen offen zu halten. Was machen andere vielleicht auch, ne? Oder weil letztendlich lernt man nie aus. Und ich finde das unheimlich interessant, halt auch zu sehen, wie arbeiten italienische Torwarttrainer, spanische, englische, ne? Jedes Land hat so seinen eigenen Stil. Und da versuche ich halt immer, die Augen offen zu halten. Gibt es da einen Austausch unter den Torwarttrainern, vielleicht auch sogar in der Bundesliga, obwohl man Konkurrenten ist, dass man sich da zusammensetzt oder spezielle Fortbildung oder sowas? Also ich habe, das ist das Schöne unter den Torwarttrainern, dass man da eigentlich offen drüber reden kann. Wir alle verfolgen das gleiche Ziel, aber es ist trotzdem offener und ich habe auch Austausch mit zwei, drei Torwarttrainern aus der Bundesliga, wo man sich regelmäßig dann auch mal austauscht und sagt, du, hör mal zu, wie machst du das? Oder man gibt sich Tipps und dann jetzt diese Trainerfortbildung, die es jetzt gibt, das gab es ja damals alles gar nicht. Liegt es auch daran, dass man, ich sag mal, beim Torwarttraining nicht so viel taktisch arbeitet wie auf dem Feld, inwieweit man welche Räume besetzt etc. pp., dass man da weniger verraten kann? Oder woran liegt es, dass man in dem Bereich sich so ausgetauscht wird? Nee, ich glaube, weil wir einfach in einer kleineren Gruppe und einfach autark arbeiten und wobei wir, also klar, nicht in dem Sinne großtaktisch, aber diese Torwarttaktik, das gibt es ja auch und wir müssen uns ja genauso an das Mannschaftstraining oder an die Mannschaftstaktik anpassen. Unser Spiel, es ist ja zum Beispiel auch was damals nie trainiert wurde, dass man sich wirklich an die Mannschaftstaktik anpasst und auch schon während der Woche versucht, so zu trainieren. Wie planst du solche Torwarttrainings? Also ich mache es eigentlich immer so, dass ich mir so einen Wochenplan setze, wann ich welchen Schwerpunkt trainieren möchte. Das muss ich dann natürlich immer mit unserem Mannschaftstraining abklären, was wir wann, wie, wo machen. Das besprechen wir immer vor dem Training, was wir genau inhaltlich machen und dann versuche ich das mit meinem Plan so abzustimmen. Ja. Das heißt aber, wenn jetzt zum Beispiel ein Keeper am Wochenende einen Fehler macht, wird dann konkret auf diesen Fehler vom Wochenende eingegangen oder wird er angesprochen, aber deine Struktur vom Training bleibt die gleiche? Also ich versuche eigentlich so während der Woche eigentlich alle Themen so abzudecken. Klar, wenn er jetzt irgendwie einen Fehler macht, dann reden wir darüber.
versuchen das aufzuarbeiten. Wenn das jetzt einmal passiert, dann sehe ich das nicht so, dass man da speziell wieder drauf trainieren muss. Das sind eigentlich meistens solche Sachen, die man eigentlich, merkt man das schon während der Trainingswoche, wenn man merkt, so, oh, er ist jetzt in dem und dem Bereich, merke ich vielleicht, okay, das läuft jetzt nicht alles so, dann versuche ich das halt nochmal gezielt aufzuarbeiten. Aber so spezielle Fehler im Spiel, wie gesagt, das müsste sich dann schon wiederholen und das zeigt sich dann eigentlich immer während der Trainingswoche schon. Wir haben mal deine Torhüter gefragt, wie sie dein Training beurteilen würden. Er ist sehr innovativ, entwickelt sich genauso weiter wie wir Spieler und ich glaube, das macht das alles sehr besonders. Inwieweit ist es abwechslungsreich? Ja, durch diese Weiterentwicklung von ihm, glaube ich, kommen neue Übungen hinzu und deswegen ist es abwechslungsreich. Also ich denke, dass er sich, glaube ich, tagtäglich, auch nachts, wenn er schläft, Gedanken macht, wie er uns besser machen kann, was er für neue Übungen bringen kann und ja, deshalb ist es extrem abwechslungsreich und ja, wie man sieht, die letzten Jahre ist bringt auch das eine oder andere Talent heraus. Wie schaffst du das, abwechslungsreich zu sein? Gibt es da bestimmte Tools, die du einsetzt? Wie schaffst du es, immer wieder die Torhüter neu zu triggern? Ja, das ist ja das, was ich gerade schon sagte, ne? Indem man halt einfach die Augen und die Ohren offen hält, sich austauscht mit anderen Torwarttrainern, guckt, wie andere Torwarttrainer arbeiten. Aber letztendlich gibt das Spiel halt auch unheimlich viel her, ne? Also gerade diese Spielanalysen, wenn man halt, was für eine Szene ist im Spiel passiert, das ist eigentlich immer so der Bestandteil, woraus man dann auch Übungen ableitet, ne? Weil es soll ja trotzdem alles spielnah sein. Trotzdem braucht man halt auch immer wieder gewisse Gimmicks, um einfach auch abwechslungsreich zu sein, ne? Ob man dann mit einer Strobobille trainiert oder mit Kleinbällen oder mit so einem Plastikball, der flattert oder so ein Abfälscher, sowas. Machst du dann halt auch mal als Gimmick, ne, damit die Jungs halt auch mal irgendwas anderes haben und einen anderen Reiz bekommen. Wobei die Strobobrillen sind nicht jedermanns Sache, ne? Ich glaube, Ralle wird davon schlecht oder sowas, ne? Am Anfang hat Ralle ein bisschen länger gebraucht, bis er sich dran gewöhnt hat. Aber eigentlich habe ich auch gerade mit Ralle da sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also wenn man überlegt, wie man damit angefangen hat, mit so reinen Bodenübungen, einfach nur zugeworfen. Und später haben wir quasi, hätte er die theoretisch das ganze Training auflassen können und der war sich da so weiterentwickelt. Was bringt das? Also Augen-Hand-Koordination, Reaktion, dein Gehirn arbeitet halt einfach anders, ne? Es ist unheimlich anstrengend am Anfang mit dieser Brille. Ich mache es jetzt gerade mit Markus. Wenn du die eine Minute auffasst und setzt dann ab, dann erstmal ist halt unheimlich schwer, weil immer diese Reflexion, ich sehe den Ball, ich sehe ihn nicht. Das ist unheimlich, unheimlich anstrengend, unheimlich schwierig. Dein Gehirn wird aber halt muss wirklich arbeiten, wird beansprucht und deswegen führe ich ihn da langsam hin und als Aktivierung auf dem Training oder auf dem Spiel halte ich da sehr viel davon. Weil dadurch die Reaktionsfähigkeit geschult wird? Unter anderem, also dein Gehirn arbeitet halt viel schneller, weil es halt sofort beansprucht wird. Und man sieht halt auch wirklich den Effekt, wenn man wirklich, ich habe ja vor, wann habe ich davor angefangen, glaube ich, vor 4 Jahren schon mit der Brille zu arbeiten. Habe es dann letztes Jahr ein bisschen unterbrochen. Du musst auch die Torhüter dazu haben, der Torwart muss sich auch dafür einlassen, ne, und muss davon überzeugt sein, dass es was bringt, weil klar, wie bei jedem, gibt es Studien dafür, es gibt Studien dagegen, man muss da einfach ein gutes Gefühl entwickeln und der Torwart muss davon überzeugt sein. Ich finde, man sieht da auf jeden Fall Fortschritte, wenn man sie mit ins Training einbaut, aber der Torwart muss sich halt darauf einlassen. Was muss ein guter Torhüter in der heutigen Zeit unbedingt mitbringen? Er muss zu den ganzen Anforderungen in Raumverteidigung, Offensivspiel, Zielverteidigung mutig sein, finde ich. Er muss entschlossen sein. Er darf keine Angst haben, so Fehler zu machen. Ich finde, das ist so das Hauptding. Wenn das ein Torwart mitbringt, du kannst an allen Sachen kannst du arbeiten und an allen Schrauben kannst du drehen, aber dieses
dieses gewisse Fundament, was zum Beispiel auch Alex hat, der sich halt auch einfach dann dem Spiel komplett abschalten kann und sich nicht verkopft und kann die Zuschauer ausblenden und das ist eine Gabe, die er hat. Und wenn du das als Torwart hast, dann hast du schon sehr, sehr viel. Dann bringt man schon sehr, sehr viel mit. Deine Arbeit klingt sehr pedantisch. Muss man als Torwarttrainer ein Pedant sein? Absolut. Absolut, weil du auf so viele Kleinigkeiten achten musst und Wert legen musst. Auf jeden Fall, ja. Wir haben das auch nochmal eine Aussage von Alex Nübel dazu. Er ist zu genau, glaube ich. Wenn man die Übung aufbaut und sein Hütchen steht nicht einen Zentimeter genau, dann manchmal dauert es ein paar Minuten, bis er die Hütchen genau hinstellen kann. Ich glaube, das ist so eine kleine Macke, die er hat. Grinst man dann? Ja, ich ja, weil ich kann es nicht so nachvollziehen, aber er nimmt das immer sehr genau. Stimmt das? Ja, absolut. Da habe ich so einen kleinen Tick. Ich weiß auch nicht. Wenn da ein Hütchen 3 Zentimeter höher steht als das andere oder schief, dann Macke, ne? Aber hat er vollkommen recht. Aber er hat mich schon zu gut, ne? Aber hat keinen fachlichen Inhalt? Also ist einfach nur so, weil du es nicht ertragen kannst, wenn es nicht... Ja, es muss halt alles genau, die Abstände müssen halt alles genau stimmen und dann passen und auch die Tormitte, die muss halt dann immer genau exakt sein und aber wie gesagt, weil das halt auch vielleicht, weil es im Torwartspiel halt auch so ist, da stehst du 10 Zentimeter falsch und dann kommst du nicht an den Ball. Ne? Und deswegen sind halt 10 Zentimeter und manchmal auch 5 Zentimeter viel. Und deswegen ist es halt auch viel, wenn das Hütchen halt einfach 5 Zentimeter daneben steht. Meine Meinung. Entwickelt man als Weltklasse-Torhüter automatisch einen gewissen Pedantismus? Oder muss man das entwickeln, um weiterzukommen? Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite brauchst du halt auch diesen Cut im Spiel, dass du das halt nicht machst. Ne? Also während dem Training ja, aber es darf nicht zu viel werden. Wenn du das zu viel machst als Torwart, dann fängst du an, dich zu verkopfen. Und dann bewirkt das genau das Gegenteil. Wer ist für dich aktuell der beste Torwart der Welt und warum? Boah, da gibt's viele. Also ich glaube, es wäre vermessen, da jetzt nur einen Torhüter zu nennen und würden ganz vielen anderen Torhütern Unrecht tun, wenn ich da jetzt nur einen Torwart nenne. Es gibt so viele gute Torhüter mittlerweile. Jeder hat vielleicht ein bisschen andere Stärken, Schwächen will ich eigentlich gar nicht mehr sagen, weil die Jungs sind so gut alle. Das Spiel ist so komplex als Torwart, da kann ich nicht nur einen nennen. Hattest du selbst damals ein Vorbild? Vorbild, man hat versucht, oder ich habe versucht, so mir von ganz vielen Torhütern irgendwie was abzugucken. So war das so, ne? So, Beispiele? So, ja, so die Mentalität und das Auftreten von hier Oli Kahn war damals ja irgendwie herausragend und prägend. Heute würde man sagen, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Aber damals war das halt einfach, aber das Spielerische. Das Fußballspiel damals schon von Jens Lehmann herausragend oder auch die Raumverteidigung. Ne? Das war schon gut. Du hast angefangen auf Schalke unter André Breitenreiter, dann kam Markus Weinzierl, Domenico Tedesco, Hüb Stevens. War von Anfang an klar, dass du auch ein Teil des Trainerstabs von David Wagner sein wirst? Ich habe es gehofft, natürlich. Ne? Das ist ja immer, wenn so ein Trainerwechsel ist, dann weißt du ja nicht, was passiert. Ich habe es natürlich gehofft und wir hatten dann ein Gespräch, was ich super fand, wo David total offen war und mir seine Spielphilosophie so mitgeteilt hat und was er so von mir verlangt, und es war ein super Gespräch und da stand es dann fest, dass ich dann weitermachen durfte und da habe ich mich natürlich sehr gefreut und es macht mir unheimlich viel Spaß in dem neuen Team. Weil du mit den Torhütern gerne zusammenarbeitest und der FC Schalke 04 so geil ist? Oder weil der FC Schalke 04 so geil ist? Oder irgendein Grund? Schwarz-gelber Angriff. Oder warum hast du gehofft? Alles, ne? Also ich bin jetzt die 5. Saison hier, ne? Und dann liebt man halt einfach, man liebt und lebt diesen Verein Wie gesagt, der Christian Heil hat ja damals zu mir gesagt, als ich nach dem ersten Jahr, ja dann André an, ich kam ja mit André wurde dann
beurlaubt und dann kam Markus Weinzierl und dann stand meine Vertragsverlängerung an. Und dann wollte André unbedingt, dass ich nach Hannover komme. Und dann war das für mich halt erst schwer, weil das war mein Team und er hat mich mit zu Schalke gebracht. Und dann war es eine schwierige Entscheidung und er sagte dann halt Simon auch so, ne, du bist jetzt nicht mehr, du gehörst jetzt nicht mehr zu Team Breitenreiter oder Weinzierl, du bist einfach Schalke jetzt. So, ne? Und genauso sehe ich mich halt auch heute, ja. Haben die Cheftrainer, mit denen du zusammengearbeitet hast, unterschiedliche Vorstellungen oder Ansprüche an deine Arbeit gehabt? Oder haben sie? Oder bist du anders eingebunden? Also ich hatte das Glück bei allen Cheftrainern, dass ich selbstständig arbeiten konnte. Keiner hat mir irgendwie in meine Arbeit reingeredet und gesagt, du musst die und die Übung machen oder das und das. Also da bin ich allen sehr dankbar, konnte bei allen autark arbeiten, konnte meine Torwart-Philosophie oder Torwart-Trainer-Philosophie, so mein Training machen. Sicherlich wird man anders eingebunden ins Training auch, weil jeder Trainer halt auch andere Vorstellungen hat vom Training. Bei Markus Weinzierl war es manchmal auch so, dass ich mich selber nochmal reinstellen musste. Wenn man dann halt beschlossen hat, ja, wir machen jetzt Torschuss auf 3 Tore anstatt 2 und dann haben wir aber nur 2 Tore, ja, Simon, dann geh du doch rein. Das war aber so die Ausnahme, aber ansonsten spricht man sich ja immer vor jedem Training ab, um was man macht und wie viele Teile man braucht und welche Inhalte man trainiert. Aber es kann immer nur einer spielen. Wie hält man trotzdem die Stimmung in der Gruppe hoch? Indem du jeden Torwart gleich behandeln musst. Also jeder Torwart muss das Gefühl haben, dass er einfach wichtig ist. Du darfst keine Unterschiede machen, ob das Torwart 1 oder ob das Torwart 3 ist. Meiner Meinung nach, jeder hat seine Aufgabe in unserem Team und die musst du einfach fördern. Und der Torwart muss trotzdem das Gefühl haben, okay, der arbeitet jetzt nicht nur mit der Nummer 1, weil die spielt und ich bin selber hinten dran. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, dann hat man auch eine gute Stimmung. Das erfordert natürlich auch einen hohen Anspruch an den Charakter des Torwarttrainers. Deswegen haben wir ja auch deine Torhüter mal gefragt, was du eigentlich für ein Mensch bist. Ich kenne ihn jetzt schon etwas länger und es ist eine freundschaftliche Beziehung. Ich glaube, im harten Alltag ist es ganz gut, aber genauso professionell, wie es auch sein muss. Und so können wir uns alle mit viel Spaß und Freude weiterentwickeln und genug Zug ist trotzdem dahinter. Ich glaube, er ist neben dem Platz auf jeden Fall ein ruhiger Typ, so wie ich das bis jetzt kennengelernt habe. Aber auf dem Platz wird er sozusagen zum Torhüter und kann auch mal etwas lauter werden. Oder was heißt lauter werden? Er ist halt ehrgeizig, das merkt man auf dem Trainingsfeld. Es ist schon fast ein freundschaftliches Verhältnis. Also zu dem ganzen, sagen wir mal, harten Training kommt einfach auch immer der Spaß nicht zu kurz und ja, es macht unglaublich Spaß, mit ihm zu arbeiten. Man kann auch mit ihm über alles reden, wenn man irgendwelche Sorgen hat, auch einen Spaß machen und so hat man immer ja, ein gutes oder ein geiles Klima in der Torwartgruppe. Es ist ein respektvoller Umgang untereinander und von den Typen her sind wir ja, sag mal, die Torhüter haben eh alle ein bisschen einen an der Waffel und das muss so bei uns auch ein bisschen sein und wie schon gesagt, wir versuchen uns positiv zu pushen und ja, bis jetzt gelingt uns das ganz gut und ja, so machen wir weiter. Freundschaftliches Verhältnis, respektvoller Umgang, man kann mit ihm über alles reden, sagt Schubi. Bist du auch so ein bisschen, ja, Vaterfigur will ich nicht sagen, aber Vertrauter von den Keepern? Ja, ich würde auch sagen Vertrauter, aber das musst du sein als Torwarttrainer, das ist das so, du musst in ihre Köpfe kommen, so. Weil letztendlich musst du ja im Torwart, da musst du ja alles gestehen, so letztendlich. Letztendlich muss das Verhältnis so sein, dass er sagt, Simon, boah, ich habe jetzt da, fühle ich mich nicht gut, ich habe da eine Schwäche, lass uns das nochmal machen. Also du musst wirklich in die Köpfe kommen, dass sie dir halt auch Sachen anvertrauen, die sie jetzt zum Beispiel einem Cheftrainer nicht sagen würden. Und dann kommst du weiter, weil ich glaube nicht, dass ein Feldspieler jetzt irgendwie hingeht und sagt, so, boah, ich habe jetzt da irgendwie gerade kein gutes Gefühl, lass uns mal das und das machen. Das ist bei uns heute dann einfach anders. Wir arbeiten klar, ganz klar auch in einer kleineren Gruppe. Wir sind viel, 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 viel enger zusammen.
aber ein Torwart, wo halt auch so viel im Kopf passiert und die mentale Komponente so, so wichtig ist, glaube ich, ist das umso wichtiger, dass du als Torwarttrainer so ein vertrautes Verhältnis zu deinen Torhütern hast. Weißt du auch, was im Privatleben der Jungs abgeht? Also kommen die auch zu dir und sagen, was weiß ich, ich habe da gerade Probleme mit meiner Freundin oder sonst irgendwas? Also musst du sowas wissen, um auch zu wissen, warum so ein Torwart, weil es ja ein großes Kopfthema ist, gerade als Torwartspiel, um das mit einzubinden und da vielleicht drauf einzugehen? Also nur, wenn ich jetzt merken würde im Training, dass halt irgendwas nicht stimmt oder so. Aber so, also wenn die, ich frage manchmal aus Spaß, sage ich immer so, und hat jemand Schmerzen, Wehwehchen, Aua, Liebeskummer. Aber Liebeskummer kam noch nie. Gott sei Dank. Und hoffentlich bleibt es so bei Ihnen. Unternehmt ihr als Torwartteam auch abseits des Platzes was gemeinsam? Also die Jungs machen, glaube ich, schon sehr viel. Die machen sehr viel untereinander. Ich muss da nicht mit dabei sein. Die sollen ruhig ihr Ding machen. Es kann auch mal vorkommen, dass wir mal irgendwie, wenn glaube ich, Ralf hatte Geburtstag, hat er uns eingeladen. Aber ansonsten halte ich mich da raus und die machen ihr Ding. Und das heißt, es gibt eine eigene Torwartkasse? Es gibt eine eigene Torwartkasse, ja. Ja, genau. Also die Jungs spielen da immer ihre Wettbewerbe aus. Glaube ich, Tischtennis spielen sie ganz viele vorm Training oder dann auch, wenn wir irgendwelche Torschussübungen machen, wer die meisten Gegentore kriegt, wer dann verliert, muss dann immer, ich weiß nicht, was sie da bezahlen müssen, oder? Wir haben so ein Ballspiel, was wir gegenseitig machen, mit diesem kleinen Ball, wo wir hochhalten. Da musste der Schuge letztes Mal an allen Süßigkeiten mitbringen, wenn er verloren hat. Also so, die machen das schon ganz gut, ja. Zeigt von einer sehr positiven Stimmung oder zeugt von einer positiven Stimmung. Ja, da lege ich aber auch sehr viel Wert drauf, deswegen. Und ich glaube, das kommt halt davon an, dass jeder seine Wichtigkeit hat und dass man halt auch wirklich Torhüter holt, die halt auch wirklich charakterlich, wo das halt auch einfach passt. Trotzdem kommt der Moment, wo sich in so einer Hierarchie unter den Torhütern was ändert. Im letzten Winter war es so, du musstest Ralle erklären, dass er die Rückrunde nicht mehr spielt, sondern dass Alex die neue Nummer 1 ist. Inwieweit beeinflusst das so einen Mikrokosmos Torwartgruppe? Ja, schon ungemein, weil Ralf einfach jahrelang unantastbar war und auch von seiner Persönlichkeit alle immer so mitgezogen hat so, und gepusht hat. Alle unterstützt hat, ne? Auf der anderen Seite haben wir ihn auch unterstützt, klar. Und auf einmal kam da halt ein Break, wo man sagt so, okay, er muss jetzt zurücktreten und Alex rückt ins erste Glied. Das war schon nicht ohne, ja. Eine deiner schwierigsten Entscheidungen als Torwarttrainer? Inwieweit triffst du die überhaupt alleine oder in Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer? Ja, das war ja damals in längerer Vorgang und Austausch und mit Domenico, wir haben das oft besprochen, er wollte das dann so machen, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, das war dann so und ich musste dann halt die Entscheidung mittragen und dann halt auch verkünden und klar purzelt das dann halt in unserer Torwartgruppe, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, okay, nee, das geht dann alles ganz normal weiter. Aber ich muss einfach sagen, wie sich einfach Ralf verhalten hat, war einfach unfassbar. Also das, da kann ich nur den Hut davor ziehen. Das war, wir hatten ja dann das erste Rückrundenspiel gegen Wolfsburg und wir machen ja da immer unsere Analyse vom Spiel, wo wir Standards nochmal angucken, Elfmeter und alles. Das war halt immer alles auf Ralf ausgerichtet, ne? Und auf einmal saßen wir dann halt zusammen in unserem Raum und du hast halt schon gemerkt, dass die Stimmung war halt ganz komisch, ne? Es hat geknistert und ich habe mir dann schon überlegt, boah, was sagst du jetzt und wie fängst du jetzt an? Und dann auf einmal sagt halt dann Ralf so Hand hoch und sagt so, ey Männer, ne, ihr wisst ja, ich merke ja, ne, dass sich alle irgendwie so ein bisschen komisch fühlen und sagt dann nur so, ne, Alex, du warst immer für mich da, hast mich immer unterstützt und genau das Gleiche werde ich jetzt auch für dich machen. Lass uns einfach so weiterarbeiten. Das hat nichts mit hier unserer Gruppe zu tun. Das ist jetzt so und das machen wir jetzt so. Und das war
Also es war unfassbar, kann ich gar nicht jetzt so wiedergeben, so wie das damals da gekommen ist. Also da war echt mit Gänsehaut, wo ich gesagt habe, so, boah, das war schon Brett, ja. Wie schwer ist es dir selber gefallen, diese Entscheidung? Du hast gerade gesagt, du musstest dann Ralf die Entscheidung mitteilen. Ja, wir haben das zusammen gemacht mit Domenico damals. Ja, das ist schwer, klar, natürlich. Vor allem, wenn man halt Ralf so lange kennt und so gut kennt und so viel Spiele miteinander absolviert hat. Der hat ja auch 3,5 Jahre jedes Spiel gemacht. War ja nie verletzt, hat immer gespielt und das war schon komisch am Anfang. Ja. Jetzt haben wir einen neuen Torhüter, Markus Schubert. Wieder einer, der mit Perspektive verpflichtet worden ist. Ralle ist in England. Merkst du diese Umstellung in dieser Gruppe im Training? Ja, man merkt schon, dass Ralf hin und wieder fehlt. Ne? Weil, so wie ich es gerade gesagt habe, Ralf ist einer, der pusht alle. Ne? Mit seiner positiven Art, den musst du nie antreiben im Training. Der geht immer vorweg. Es ist anders jetzt, aber es ist auch gut. Ne? Aber trotzdem sagen wir doch alle manchmal ja, dass Ralf auch fehlt, auf jeden Fall, weil er halt einfach so ein positiver Typ ist. Aber ich glaube, wir haben das mit Markus auch ganz gut aufgefangen, was die Stimmung betrifft. Markus hatte, als er verpflichtet worden ist, keine Chance ausgelassen zu sagen, dass er auch gekommen ist, weil er unter dir trainieren wollte. Wie hast du diese Aussagen aufgenommen und was hast du ihm erzählt, dass er unbedingt zu uns wollte? Ja, ich habe gekämpft, ne? Weil ich ihn ja, wäre ich auch heute, wir sind relativ spät eingestiegen in den Poker. Ich da eigentlich schon dachte, dass er sich schon längst entschieden hätte, weil ich halt auch wusste, dass er mehrere Angebote hat, weil ich ja auch mit anderen Torwarttrainern aus der Bundesliga vernetzt bin und ich da schon wusste, dass da einige Augenmerk auf ihn geworfen haben. Und wir dann relativ spät eingestiegen sind und dann habe ich halt einfach versucht, ihn zu überzeugen, aber eigentlich halt auch ganz normal, habe ihm dann halt ehrlich gesagt, was ich von ihm halte, wo seine Stärken sind, wo seine Schwächen sind, woran wir arbeiten müssen und habe ihm dann halt einfach Trainingssequenzen von uns gezeigt, wie ich halt das umsetzen würde und das war's dann. Und dann habe ich mir aber auch gar keine Platte mehr gemacht. So, ne? Und dass er das dann so lobt oder so herausgesalziert, das hat mich dann schon auch überrascht. Ja. Weil das hätte ich für jeden anderen auch getan. Ja. Und ein bisschen stolz gemacht? Ja, als er dann gesagt hat, er kommt dann schon, ja. Wann würdest du sagen, ist es eine aus Torhütersicht gelungene Saison? Wir stehen relativ am Anfang noch. Ja, wenn man natürlich mit der Mannschaft erfolgreich sind, viele zu Null Spiele haben. Ich glaube, wenn man keine Gegentor kriegt, na, dann hat man mindestens einen Punkt und dann ist unser Job getan. Das ist natürlich der Traum eines jeden Torhüters und Torwarttrainers. Wenn wir viele zu Null Spiele haben, na, bin ich natürlich umso glücklich. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viele zu Null Spiele, nicht nur diese Saison, sondern auch die kommenden Jahre mit dem FC Schalke 04. Danke für die offenen Worte. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt kannst du noch ein bisschen den Vormittag hier auf deinem Balkon genießen, bevor das Training kommt. Danke dir. Vielen Dank.